Willkommen zu einer weiteren Folge VR Football mit dem Verein FSV Zwickau. So, wir haben ja 5:2 gegen Ingolstadt verloren, ja, weil wir neue Taktik und alles gemacht haben. Ich bin jetzt ein bisschen besser im Spiel drin, aber ich hoffe, nach ein paar Trainingseinheiten sollte das drin sein. So, wir werden mal unsere Aufstellung ein bisschen wechseln, weil ich ja gesagt habe, ich würde gerne einen defensiven Mittelfeldspieler kaufen und dafür einen offensiven verkaufen. Wen verkaufen wir denn da? Das ist die Frage. Hähne kommt rein. Manfred Starke, wie alt bist du? 29, dann kommt der weg. Alles klar, schön. Starke kommt weg. Die Transferliste setzen, auf Wiedersehen, Spieler verschieben, ab in die zweite Mannschaft mit dir. So, und dann müssen wir einen defensiven Mittelfeldspieler kaufen. Müssen wir gucken, ob wir was Günstiges kriegen. Das wird ein schwerer Akt. Wir haben nämlich noch 500.000 plus. Mehr haben wir nicht. So, da können wir, brauchen wir ja nicht zu gucken. Defensives Mittelfeld. Stern, das werden wir nicht schaffen, glaube ich nicht. 30 Millionen Euro. 380.000. Marco Safanovic. Das ist die Frage. Bis welches Alter haben wir? Bis 23 können wir ruhig bis 27 gehen. 26. So. Machen wir immer 2x 380.000. Was hat er hier für Stärken? Freistöße kann er. Ausdauer. Schusstechnik ist nicht so gut. Übersicht. Das kann er. Freistöße kann der auch. Zu mir, ist ausgeliehen. Ja, her damit. Ich muss mal gucken. Ablösefreie Spieler. Wir in der Saison auslaufen, keine Ablöse rein. Was zum Verleihen haben wir auch da. Ja, die kosten einiges. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, wir müssen weiter am Sponsor arbeiten, so am Investor arbeiten, Entschuldigung, nicht am Sponsor. Ja gut, ist ja im Prinzip ist ein Sponsor, aber es ist ein Investor. Da kriegen wir ein bisschen was Geld. So viel dürfte es aber nicht sein, aber mal gucken. Mal kicken, mal kicken. So, hier müssen wir was machen. 7 Tage, dann nehmen wir hier die 50%. Jawohl. Strike, Strike, Stroke. Hier immer 47, jetzt 56. Also müssen wir halt machen. Das kostet aber auch immer Geld. Das ist das Blöde halt. Wir verpulvern unser Geld. Aber wir kriegen dafür auch einen Investor. Da haben wir wieder ein bisschen Geld plus. Ja, wir haben 22 Mitglieder verloren. Letzten Monat 36 verloren. Kein Wunder, wenn man so scheiße spielt. Also ist das eben. Wir speichern das erstmal ab. Jede Woche einmal speichern. Ich könnte auch Autosave machen, aber da habe ich hier 1 Million Spielstände. Das ist dann bescheuert. Dann mache ich lieber so. So, weiter geht's. Ja, das kann man auch machen. Noch was. So, jetzt haben wir Taktik trainiert. Und Standards. Jetzt machen wir Angriffsspiel. Hier ist alles normal, das verstehe ich nicht. Warte mal, ich lade mal. Taktikwoche. Da ist nämlich hier was weg. Was heißt weg da? Da müssen wir gucken, was war denn das? Muss aufs Handy gucken, weil ich mache mir immer Bilder. Damit ich es dann besser sehe.
Es dauert jetzt leider ein bisschen, aber ihr könnt ja so lange die Musik hören. So. Da haben wir sie noch. Ah, Konter mit Passspiel war das. Da kommt hier Konter mit Passspiel. Konter mit Passspiel. Speichern. Oben speichern unter Taktik. Wie gesagt, wenn wir eine spielfreie Woche haben, dann ändere ich die nochmal alles. So, Taktik überschreiben. So ist gut, aber wir wollten ein anderes Spiel machen. So, so passt. Sitz passt, wackelt, das lobt. Es geht auch die Frische wieder ein bisschen hoch, das ist immer sehr, sehr schicki. So soll es ja auch sein eigentlich. So, was willst du haben? 700.000, so viel habe ich nicht, ey. 539.000. Ich krieg ihn gedrückt. 600.000? Nee. Ah, nee, den krieg ich nicht. Muss ich ältere nehmen. Kann ich knicken. Marketingkampagne, ja, aber Müll. Wo ist das? So, weiter geht. Die Fanclubs freuen sich sehr über die Geschenke. Das kann ich auch nicht jede Woche machen. Im Bundesligisten geht das vielleicht, aber nicht mit dem regulierten Drittligisten. Jetzt müssen wir es mal gegen Meppen spielen. In Meppen. So, das passt alles. Keine Verletzten, sehr gut. Und let's go. 91er Frische. Dann kicken wir mal, was wir gegen Meppen machen. Wir sind wieder der Letzte. Ja, natürlich. Freistoß, Dinkrut. Offensives OM. Offensives Mittelfeld. Leider daneben. Angriff ist von Meppen. Abseits. Ah, die funktioniert gut, die Abseitshalle. Haben wir letztes Mal gesehen beim 2 zu 5. Zwickau Angriff. Leider daneben. Aber da war schon die erste große Chance. Wenn die Map mal nervös. Ecke für Mappen. Zum Glück daneben. Zwickau Angriff. Und 1-0 Zwickau durch Mücka. Defensives Mittelfeld, sehr gut. Zur Halbzeit, haben wir Gelbkarte? Ne, haben wir nicht. Gut, können wir weiterspielen. Siebzigste Minute kommt die Auswechselorgie. Zwickau, Freistoß, Dinkrut. Mein OM, aber abseits leider. Ah, so ist das. 70. Minute. So, jetzt wechseln wir aus. Wen wechseln wir denn?
den offensiven Mittelfeldspieler wechseln wir. Verteidigung kann so bleiben. Königke kann rein für ihn hier. Josh Green kommt für ihn. Schröter kommt für ihn. Und mein Stürmer Willems kommt für ihn. Ne, kann jetzt mal drin bleiben. Zurücksetzen, nochmal das Ganze. Also, er kommt für ihn. Er kommt für ihn. Ich wollte eigentlich den Möke rausnehmen, aber ich nehme dann doch den anderen raus. Das ist das Schöne, wenn man sich umentscheiden kann. Er kommt rein. Und er kommt rein. Einen behalten wir auf der als Reserve. Falls einer verletzt, man weiß es ja nie so genau. Und weiter geht's. Die werden immer ungeduldiger mappen. Die Mappener Fans. Gelbe Karte für Ballmert mappen. Angriff Zwickau. Und 2-0, Möker. Doppeltorschütze. Doppelpackmöter. Weiter geht's. Angriff Zwickau. Und 3-0. Wegkampf. Sehr gut. Na, das ist doch mal super. Das passt doch. Und nochmal ein Angriff von Zwickau. Aber leider abseits. Naja, man kann ja nicht alles haben. Aber 3-0 Sieg, das ist schon mal eine gute Antwort auf den 2-5 vom letzten Mal. Das passt doch wunderbar. Und keine gelbe Karte, das ist auch erwähnenswert. Jetzt kommen erstmal Pokalspiele, wie auch immer, aus anderen Ligen. So, weiter geht's. Wir sind jetzt nur noch 18. Da waren wir aber schon mal, aber es geht wieder voran. Und eine Frische von 4, eine Kondition von 94 und Frische von 81. Ja, da müssen sie dann arbeiten. Ja, so ist das eben. Aber ist nun mal so. So, Spielerförderung. Das wäre Wellblech. Jawohl. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim Spiel gegen den FC Hansa Rostock wieder. Und das Ganze dann, ich hoffe, auswärts. Ne, zu Hause. Ich glaube zu Hause. Okay, bis morgen dann. Ciao, ciao.